Mein Meisterwerk! Mein Meisterwerk! Oh, ist das gruselig. Mein Meisterwerk! Mein Meisterwerk! Was hat denn Fehlfunktion oder was? Ja? Ja, hallo? Nimmst du mich jetzt auf? Der folgt mir die ganze Zeit, das ist gruselig. Da, jetzt nehme ich hoch. Das war ein bisschen gruselig. Aber wir haben's. Scheiße, nein, ich habe die Statue vergessen. Entschuldigung. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ich würde aber gerne die Statue mitnehmen. Ja? 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 Ah, das können wir essen. Warum sollten wir es essen? Warum ist hier... Warum kommen da immer Senfflecken? Hey, ich wünsche dir noch eine schöne Woche, ja? Ich denke mal, dass die Statue hinten beim Blitz irgendwo ist, ne? Okay. Bing, 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 bing. Okay, mehr haben wir hier wirklich nicht. Die muss halt hinten beim Blitz sein irgendwo, ne? Schauen wir mal. Weil die würde ich echt gerne mitnehmen, ne? Dass wir wirklich dann auch alle Statuen haben. Vielleicht kriegen wir ja dann noch was freigeschaltet. Bonuslevel oder so, wenn wir alle haben. Und wir müssen ja pro Level nur eine sammeln. Das ist ja eigentlich relativ entspannt. Ne, hier sind nicht. Doch, da ist sie. Wie ich die vorher nicht gesehen habe, ne? So, zack. Okay, dann wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Dann müssen wir uns diesen Collect 5 Suicide Guys Statues. Dann müssen wir uns diesen Horror da nochmal geben. Aber gut. Vor allem, wie er die ganze Zeit auch so angetäuscht hat, weißt du? Das finde ich immer am schlimmsten, wenn bei Horrorspielen, auch wenn solche Kreaturen oder solche Viecher einfach die ganze Zeit immer nur antäuschen. So, kann ich da einfach rüberspringen? Da stehe ich gleich selber unter Strom. Wäre ja auch, ne? Eine Art... Dumb ways to die. So. Einmal hier. Ja, meine neue Kreation. Meine neue Kreation. Ja. Der sieht aus wie Shrek. Der sah kurz aus wie Shrek. Ne? Der sah mega aus wie Shrek. Okay. Tisch 5. Oh, lecker. Das können wir eigentlich rausnehmen, ne? Kann ich das nehmen? Nee. Okay. 4 haben wir. Hier ist jetzt die Nummer 6. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh nein, bitte nicht. Warte mal. Okay. Da bin ich. Wow. Ich bin in einer Endlos... Gott. Ist das richtig so? Ich kann nichts machen. Jetzt bin ich tot. Das ging schneller als gedacht. In einer Endlosschleife. Ich war in einer Endlosschleife. Witzig. Oh nein, ist das so ein Jack... Jack in the Box? Also... Ernsthaft. Hallo? Ich kann das nehmen auf jeden Fall. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das mir irgendwie bringt, darüber jetzt zu kommen. Okay. Warte mal, ich mach mal den hier. Den kann ich nicht. Kann ich so? Nee. Ich kann... Was macht er denn jetzt? Was hat er denn jetzt gemacht? Ich kann halt nicht irgendwie... Oder warte mal. So, ne? Okay. Dass ich von da irgendwie da hochkomme, weil so komme ich ja gar... Obwohl, warte mal. Wenn ich jetzt...
ja, nicht den mache, aber wenn ich jetzt von da versuche zu springen, ein bisschen mit Anlauf, ein bisschen mit Crouchen, okay, Crouchen jetzt nicht unbedingt, aber funktioniert. Okay, ich brauche nochmal einen Block. So. Was? Der ist ein bisschen zu hoch. So, ich hoffe, ich brauche den jetzt nicht mehr nochmal. Ah, guck mal, die Pflanze. Ah, aber eine tote Pflanze. Eine tote Pflanze. Es erinnert mich ein bisschen an Mario, ich weiß nicht. Ein bisschen erinnert es mich an Mario. Das hat funktioniert. Kann ich den essen? Nee. Wir brauchen einmal Pilz plus so ein Moped. Okay. Ich weiß halt nicht, den Pilz da drauf oder wie? Ah! Rup. Hä? So, jetzt aber. Zack, 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 zack. Okay, direkt umgucken, wo hier irgendwo Statuen sein könnten. Box plus Box. Oh Gott, jetzt ist das auch noch mit Rätseln hier. Oh nein. Da haben wir die zweite Box. Ich dachte echt, das wäre erst Jack in the Box, ne? Aber das ist tatsächlich so ein bisschen Mario-Style angelehnt. Finde ich mega cool tatsächlich. Ne, dass man hier auch ein bisschen was anderes hat. So, was ist das hier? Ich werf das einfach mal. So, her damit. Wie die da runtergesprungen ist, so BAUM. Aber wenn man jetzt da runterspringt, sind wir tot? Nee. Nee. Geht's hier hoch? Ja, hier geht's wieder hoch. Ich schaue mich erstmal nochmal weiter um. Hier geht's runter. Ist hier vielleicht die Statue? Nee. Okay, da brauchen wir drei Blöcke, so wie es ausschaut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen anspruchsvoller hier, das Level, ne? Weil wir hier auch verschiedene Stationen haben. Da müssen wir dann schauen. Hier brauchen wir einfach... Da kriegen wir noch ein Dings. Hui! Da kriegen wir auf jeden Fall noch ein Dings. Wie heißt das? Ein Block? Okay. Alles klar. Dann lass uns erstmal den einen Block holen, ne, damit wir dann zwei haben, weil da kommen wir, glaube ich, noch nicht dran. Ne, das können wir vergessen. Zumal wir ja auch nur einen haben. Dann packen wir den da drauf, packen den Pilz wieder drauf, dann gehen wir da durch. Ah, kommen wir dann auch wieder zurück, ist die Frage, ne? Das ist ja auch die Frage. So. Zack. Ja. Ah, hier. Statue haben wir da nicht, ne? Nö. Gut. Gut. Dann haben wir jetzt zwei Boxen. Wir können auch hier nochmal rein. Sehe ich das richtig? Ah, dann sind wir dann hier. Okay. Von den... Irgendwo muss aber auch noch die Statue sein, ne? Irgendwo muss hier noch die Statue sein. Vielleicht hier hinter, ne? Man, ich weiß ja nicht. Die hier haben sie wahrscheinlich wieder gut versteckt. Aber hier haben wir nichts so weit. Okay. Okay, Katze. Apropos Katze, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Kurzer Funfact an dieser Stelle. Oder was heißt Funfact, aber so ein kleiner Schwung wieder aus dem Leben. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ich denke mal, weil der Kater einfach zu fett ist. Ich habe an meiner Heizung, also jetzt, wo ich gerade sitze in diesem Raum, eine Heizung. Und da habe ich auch so ein, ja, so ein Liegekorb. Weißt du, den kannst du so, huch, Hilfe, den kannst du so einhängen, ne, und dann können sich die Katzen da reinlegen. Ich habe gerade zufälligerweise gesehen, dass die Heizung aus ihrer Ankerung gerissen ist. Was natürlich bedeutet, dass das scheiße ist. Ja. Gut, dass ich demnächst ein bisschen mehr Zeit habe, um mich um diese Angelegenheiten zu kümmern. Ja. Ich freue mich echt einen Ast. Ich
Okay, warte mal, so kriege ich die nicht hoch. Okay. Alter, ist das hier... Das ist aber auch irgendwie Friemel, sage mal. Mein Gott, so zack. Und zack. Ich hoffe einfach nur, ich habe jetzt, weil die hängt auch so ein bisschen schief. Habe ich jetzt ein bisschen was Schweres davor getan. Ne, dass sie auch mal ein bisschen wieder in die Gerade kommt. Weil ich muss mich da echt schnellstens drum kümmern, weil ich weiß halt nicht, wenn die irgendwie abbricht von den Rohren her. Ja, die ist eigentlich relativ stabil da dran. Aber die Rohre sind auch offen. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was da passieren kann. Ne? Gasheizung, schwierig. Ich müsste eigentlich direkt gleich nochmal Bescheid sagen, ne? Auch für unten. Dass die da Bescheid wissen. Okay. Kann ich da jetzt nicht einfach so aufspringen? Nee. Brauch schon die anderen. Deswegen, das ist Leben am Limit, glaube ich, ne? Ja. Aber ich verstehe nicht. Wahrscheinlich auch zu sehr da rumgesprungen, wie auch immer. Ach, die Katzen wirklich, die machen mir die ganze Bude, machen die, es ist nicht mehr schön. Es ist wirklich nicht mehr schön. Und je älter, desto bekloppter, das ist halt das Problem. Ne, je älter, desto bekloppter. Ja. Ja. Aber gut. So ist das halt nun mal, wenn man Haustiere hat, ne? Ich muss sie unbedingt da irgendwie reinkriegen. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Du kommst ja hinten gar nicht dran. Da muss ja eine Firma kommen. Da muss ja einfach eine Firma kommen. Ne, weil so kriegst du es ja gar nicht hin. So, ich hoffe mal, dass das funktioniert hier. Na, so schon mal nicht. Da muss ich echt... Hä, warum springt er denn da drüber? Was ist los? Sind das schleimige Dinger hier oder was? Sag mal... Mich verarschen. So. Und jetzt hier hoch. Hui! Ach so. Gut. Level 6 haben wir, Level 7 haben wir. Jetzt Level 8. Ich würde mal sagen, wir machen bis Level 10 so, ne? Und machen dann mal eine Aufnahmepause. Dass ich die zwei Folgen... Warte mal, ich muss mal... Hau ab. Ich sehe zwei Folgen irgendwie, ne? Schnauze. Obwohl, lass einfach mal. Moby Dick. Oh. Ah. Muss ich die hier... So. Da stell die Statue. Okay. Auf irgendwas müssen wir drehen. Da hinten ist ein Boot. Ein Boot. Oder? Oder müssen wir die ganze Zeit immer auf Moby Dick? Nee. Ich drehe einfach mal, ne? La 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 la. Da ist er. Ich sehe dich. Ich sehe dich. So. So, wo kommt er als nächstes raus? Wo bist du, du Wal? Hallo? So, hier, ich sehe dich. Komme ich hier irgendwo raus? Nee, ne? Nee. Ich bin hier einfach nur auf dem Leuchtturm gefangen. Nee, ich komme hier nicht raus. Gut. So. Was? Oh, habe ich mich erschrocken. Alter, willst du mich verarschen? Ich drehe. Ich bin Leuchtmann. Ich bin Leuchtmann. Boah, ich habe gerade echt Schiss, dass er mir irgendwie so ins Gesicht springt. Da ist er. Hallo, Moby. Na? Du geile Sau, du.
Soll ich für dich noch eine Tanzeinlage einlegen? So, direkt ins Auge leuchten.